Ja, ich freue mich sehr, Suhela Schwenk begrüßen zu dürfen. Suhela, du bist ausgebildete Schauspielerin, bist Regisseurin, hast hier an der DFFB studiert in Berlin und warst ja auch 2016 schon mal auf dem Achtung Berlin Festival zu Gast mit einem Kurzfilm. Meral Kizum. und hast damit auch direkt einen Preis gewonnen. Ja, hier. Jetzt stellst du deinen neuen Film vor, Gian, und läufst damit hier im Wettbewerb. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt hat ja Gian auch schon einige Preise gewonnen. Ja. Soweit ich weiß, beim Max-Ophüls-Preis, dem Preis der ökumenischen Jury. Richtig. Und davor waren wir in Frankreich. Ah, okay. Im Belfort Film Festival und da haben wir Publikumspreis gewonnen. Wow, okay. Ja. Zwei Preise. Ich glaube, gerade vor zwei Wochen gab es einen dritten Preis. Genau. In Österreich, Neue Heimat Film Festival und da haben wir beste Spielfilm gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch hierzu. Dankeschön. Daran möchte ich direkt anknüpfen. Was macht denn für dich persönlich den Film zu einem Heimatfilm? Ja, das ist genau die Frage eigentlich, was ich in einem Film auch stelle. Was ist Heimat? Was suchen wir? Warum müssen wir unsere Heimat verlassen? Und was passiert mit uns, wenn wir unsere Länder verlassen müssen? Was bedeutet, eine Sprache zu haben, die man nicht benutzen darf? Und alle diese Fragen werfe ich eigentlich in einem Film. Und ich glaube, das macht den Film auch so Heimatfilm. Ja. Jetzt habe ich in deiner Vita gesehen, dass du ja tatsächlich selber sehr oft die Heimat verlassen musstest und neue Orte suchen musstest. Du bist in Schweden geboren, in der Türkei aufgewachsen, jetzt bist du seit einer geraumen Zeit hier in Deutschland. Ja. Zieht sich dann das Thema, fremd zu sein, durch deine Arbeiten durch? Ist das so ein Leitfaden für dich? Ja, total. Ja, das hat mich ja in meinem ganzen Leben lang beeinflusst. Nicht, weil ich das so wollte, sondern das war irgendwie halt immer die Frage, woher kommst du, wer bist du und warum bist du in Schweden geboren, warum jetzt bist du in der Türkei, warum lebst du in Deutschland. Also das ist halt immer sehr schwierig, wenn du von Ausland kommst, dass die Leute erstmal sich interessieren, wer du überhaupt bist. Die sind immer daran interessiert, woher du kommst und welche Nation du hast. Und meiner Meinung nach können wir unsere Nation nicht ändern, aber unsere Charaktere, also dafür bin ich verantwortlich und Leute sollten mehr vielleicht darauf eingehen. Und deswegen in meinen Filmen, das ist natürlich immer ein Thema. Das heißt, das Thema ist auch so ein bisschen, dass deine Figuren erstmal auch mit Vorurteilen konfrontiert werden, die gar nichts mit ihnen selber zu tun hat, also mit dem Charakter an sich, sondern mit dem Stempel, den sie tragen. Du bist Kurdin, du bist Geflüchtete. Genau, ja. Genau. Du bist eine Frau, du bist eine schwangere Frau, dann bist du eine Kurdin, dann bist du das, dann bist du das. Aber keiner interessiert sich eigentlich daran, wer du wirklich bist. Und das kommt erst wirklich am Ende. Und das interessiert mich halt in Filmen und auch im Leben insgesamt. Jetzt hast du ja nicht nur die Regie geführt bei dem Film und den auch produziert, sondern ihn auch selber geschrieben. Ja, ich habe den Film co-produziert nur und ich habe den geschrieben und geschnitten und Regie geführt. Ja. Wow. Die volle Packung. Ja, das ist halt. Ja. Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen? Gab es da einen Auslöser für? Oder? Ja, Auslöser war eigentlich, dass damals halt IS Syrien bombardiert hat und damals kamen ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland und in meinen Arbeitsplätzen, wo ich gearbeitet habe oder draußen, haben die Leute immer über Flüchtlinge gesprochen. Und die, also viele Leute denken ja tatsächlich, dass die Flüchtlinge nach Europa kommen können und dann werden sie hier ein schönes Leben haben und alles von uns wegnehmen und die werden nie wieder zurück, aber Realität sieht nicht so aus. Und weil ich mich auch immer in bestimmte Orte fremd gefühlt habe, dachte ich so, jetzt muss ich die Geschichte von unserem Perspektiv einmal erzählen. Was bedeutet dann wirklich, fremd zu sein? Was bedeutet, ein Land verlassen zu müssen und vielleicht da auch nicht bleiben zu dürfen? Und deswegen war für mich sehr, sehr wichtig, diesen Film zu machen. Ich finde, es ist auch sehr schön gelungen, weil das ja, so wie du den gedreht hast, ein totaler Mikrokosmos ist. Ja. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, oder mir ging es so, ich sitze wie vor so einem Terrarium und kann den Leuten zusehen. Aber es, genau, ich sehe den Leuten zu.
aber sie kommen nicht wirklich in Interaktion mit dem Außen bis ganz zum Schluss, weil keiner auch diese Interaktion sucht oder ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich selber einzubringen. Und ich glaube, das trifft tatsächlich die Situation, in der sich viele Flüchtlinge befinden, gerade sehr gut. Ja. Lass uns mal über die Besetzung reden, denn das ist was, was uns hier ganz besonders interessiert. Wie gesagt, du hast den Film selber geschrieben. Hast du da schon eine bestimmte Besetzung im Kopf gehabt? Ja, total. Also Füsun Demiral, also der Gülsüm spielt, sie ist ja eine sehr, sehr berühmte Schauspielerin und sie kenne ich, seitdem ich Kind bin, eigentlich in der Türkei, aber nur vom Fernsehen und vom Kino. Mhm. Und sie ist auch die Übersetzerin von Dario Fo in der Türkei. Genau, und sie ist für mich eine sehr, sehr wichtige Schauspielerin und ich habe ihr das Drehbuch geschickt und sie hat zugesagt und das war für mich natürlich unglaublich schön und sie kam dann auch nach Deutschland für diesen Dreh. Und genau, für sie hatte ich diese Rolle sowieso geschrieben und Halima ist auch die Hauptdarstellerin, die ich für Hayat immer schon in meinem Kopf hatte. Mhm. Und glücklicherweise hatte sie auch Zeit und das war auch eine total schöne Zusammenarbeit. Mit Şükrü, der Harun spielt, habe ich zusammen in denselben Schauspielschule in der Türkei studiert. Ah, okay. Daher kenne ich Şükrü und deswegen habe ich ihn eingeladen. Und mit Nizam, der Irfan spielt, mit ihm habe ich mehrere Filme zusammen gedreht und wir arbeiten immer total gern zusammen. Toll, das heißt, es war im Prinzip ein Cast, das teilweise in Deutschland lebt und teilweise aus der Türkei extra gekommen ist, um hier den Film zu drehen. Genau. In dem Sinne gab es dann gar keinen Casting-Prozess oder ein Live-Casting oder hast du das trotzdem noch gemacht, um zu gucken, wie Konstellationen passen? Nee, Konstellationen habe ich mir eigentlich nie angeschaut. Das war mir schon klar, irgendwie, dass das klappen wird. Aber mit jeweiligen Personen habe ich natürlich geskypt, wenn die in der Türkei waren. Oder mit Halima haben wir uns auch persönlich getroffen. Aber wir kannten uns von Achtung Berlin Filmfestival tatsächlich. Unsere Filme liefen gleichzeitig in einem Filmfestival und da hatten wir uns schon begegnet. Und diese Gespräche, die du geführt hast mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, haben die dann einen Einfluss genommen noch auf das Drehbuch? Also hast du mit Halima zum Beispiel gesprochen, die hat gesagt, oh, ich hätte für die Hayat noch die und die Idee, kann man das nicht noch mit einfließen lassen? Oder wie offen war da der Prozess? Nee, eigentlich, ich hatte schon das Drehbuch geschrieben, aber also die Schauspieler wussten halt nicht, dass ich dieses Drehbuch schreibe, aber ich hatte allen in meinem Kopf. Okay. Und als das Drehbuch fertig war, habe ich halt meine Produzenten gesagt, dass sie halt diese Schauspieler kontaktieren sollen. Sie haben das dann auch gemacht und danach haben wir über die Rollen gesprochen. Einige Sätze habe ich schon geändert, weil die halt mehr Authentizität reingebracht haben. Mhm. Und bei Halima gab es so ein paar Momente, wo sie gesagt hat, okay, als schwangere Frau würde ich zum Beispiel diese Bewegung machen. Das fand ich super, das haben wir sofort übernommen und genau, so haben wir halt weitergearbeitet immer. Wie habt ihr, genau, da ihr jetzt schon den Arbeitsprozess ansprichst, wie habt ihr dann an dem Film überhaupt gehabt? Ihr hattet, glaube ich, nicht so viele Drehtage, 13, glaube ich? Wir hatten 11 Drehtage. Oh, wow, genau. Das ist ja ganz schön knackig tatsächlich. Genau. Wie hast du das mit denen vorbereitet? Gab es Leseproben, vielleicht auch Skype-Leseproben oder habt ihr am Set geprobt? Ja, ich habe so eine Art Übung, was ich als Schauspielerin damals selber entwickelt habe, weil ich mit dem Regisseur nicht so gut klarkam. Deswegen habe ich mir selber immer so geholfen. Und da stelle ich halt ganz viele Fragen eigentlich. Also ich als Therapeutin oder als halt so Kopfstimme, Außenstimme, stelle ich halt ganz viele Fragen an meine Schauspieler, wie zum Beispiel, wenn sie Pärchen sind, dann stelle ich die Frage, okay, wie sah eure Wohnung in Syrien aus? So, dann müssen sie sich einigen halt, wie die Wohnung aussah. Mhm. Und halt so tasten wir uns immer so mehr dann und wenn ich sehe, die machen bessere Vorschläge, was ich gedacht habe, dann ändere ich meine Richtung. Dann denke ich so, okay, das kann ich halt adoptieren und dann gehen wir halt immer so weiter. Und diese Übung hilft eigentlich im Grunde immer. Und so kommen die Leute auch ganz schnell in diese Rolle rein. Und so haben wir immer gearbeitet. Ja. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen, das ich gefunden habe, das die Jury gesagt hat über deinen Film, bei diesem Heimatfilmfestival. Ein rührender und berührender Film, dessen sozialer Realismus erst durch den gekonnten und versierten Umgang mit dem Zauber des Kinos entstehen kann. Und ich habe darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet und
habe festgestellt, dass was mich wirklich sehr berührt hat an dem Film, sind die Dinge, die zwischen den Zeilen passieren. Mhm. Ne? Also ich finde, was ganz, ganz toll ist, ist diese Wahnsinnsruhe, mit der dieser Film sich entwickelt, bis hin zum Ende, wo einen dann die Dinge, die passieren, dann tatsächlich fast erschlagen. Also mir ging es so. Danke. Mich würde interessieren, wie habt ihr da gearbeitet an diesen Momenten, wo alle im Raum sind oder Harun und Hayat im Raum sind und man beiden so beim Denken zusehen kann, aber noch nichts gesagt wird. Habt ihr das improvisiert oder stand das im Drehbuch? Oder? Das stand schon, also das stand immer fest, auch in meinem Kopf, und bei den Proben haben wir sehr viel darüber gesprochen. Also Pausen sind mir immer sehr wichtig, in meinem jeden Film eigentlich. Mhm. Und es ist manchmal für die Schauspieler sehr unangenehm, wenn sie gar nichts sagen und einfach nur da sitzen. Und wir haben halt immer so geprobt und sie haben immer gefragt, so, hey, denkst du nicht, dass diese Pause zu lang ist? Und dann habe ich immer dieses Vertrauen gegeben, nein, glaub mir, ist es einfach nicht so. Das fühlt sich anders an, als halt das ist. Und dann haben wir immer darüber gesprochen, warum sind diese Pausen so wichtig? Ne? Mhm. Und warum, also du kommst in einen Raum und dieser Raum ist total neu für dich, dieses Leben und alles. Ich glaube nicht, dass die Menschen so schnell so viel reden können. Also man braucht tatsächlich diese Ruhe und Pause, um alles einwirken zu lassen, um zu verstehen, wo man angekommen ist. Und deswegen habe ich auch immer, also wir haben auch nicht so viel gedreht und wir haben auch immer Plansequenzen gedreht. Mhm. Und da habe ich immer dieses Tempo bestimmt. Wenn einfach eine zu schnell war, dann habe ich noch einen Take gemacht, der halt viel langsamer war. Dann habe ich das auch so gemacht, ein Take war dann viel zu langsam, damit sie verstehen, okay, was ist der Unterschied jetzt? Und da haben wir so einen Rhythmus zusammengefunden eigentlich. Und irgendwann war das auch so innerlich für die, dass sie das selber reingebracht haben. Meinst du, es hat dabei geholfen, dass der Film ja größtenteils wirklich nur in diesen vier Wänden stattfindet? Ja, voll. Ja. Das ist auch sehr schwierig, das ist auch technisch sehr schwierig, weil du musst ja überall Lampen hinstellen, so dass man Lampen nicht sieht und dann die Mikros in dem Raum. Also wir waren ja auch ein riesiges Team, die halt auch hinter uns gearbeitet haben. Und das war natürlich wahnsinnig schwierig, in so kleinen Räumen zu drehen. Aber das braucht, also das bringt, glaube ich, Schauspielern ein ganz anderes, so ein Vertrauensblick und auch diese Gefühle, weil man halt immer in demselben Ort ist. Und irgendwann verinnerlicht man diesen Ort und diese Person. Und ja, das ist schon sehr spannend eigentlich, in so kleinen Räumen zu drehen. Gut, Süheyla, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich dich gerne noch fragen, wie geht es denn weiter jetzt sowohl für den Film als auch für dich persönlich? Hast du schon Projekte, die du jetzt gerade wieder neu entwickelst? Ja, also für den Film habe ich viele Zusagen von Festivals, Namen darf ich noch nicht nennen. Und ich drehe demnächst für Arte einen Kurzfilm, eine 5 Minuten, und genau, und dann schreibe ich meinen Abschlussfilm, das wird auch ein Langspielfilm. Bei Arte, ist das auch wieder Thema Fremdsein? Die haben das Thema vorgegeben, und das war Du bist anders, und mein Thema ist über ein Transgender-Kind. Das wird bestimmt auch sehr, sehr spannend. Cool. Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss vom BFFS dir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, wie schön. Ich mach's mal auf. Ja, gerne. Stunden später. das sind die Schauspieler des BFFS Berlin, deine Perlen. Lieben Dank. Ja, wie schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. So, zeige ich nochmal. Ja, das ist sehr gut. Das sind alle Perlen, die du besetzen könntest. Sehr schön.